Frau Dr. Christina Draheim ist da und wird uns etwas erzählen zu neuen innovativen Recherchetools, die in die Rechercheplattform PubPharm implementiert werden. Christina Draheim hat Pharmazie an der TU Braunschweig studiert. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fach Informationsdienst Pharmazie an der UB Braunschweig und ist Fachapothekerin für Arzneimittelinformation. Ich glaube, mehr Expertise geht nicht für diesen Vortrag. Herzlich willkommen, Frau Draheim. Ja, vielen Dank, Frau Herter, auch für die einleitenden Worte und die Begrüßung. Und ich hoffe, man kann mich gut hören. Ja, sehr gut. Sehr gut, prima. Dann werde ich auch sofort meinen Bildschirm teilen, damit Sie die Präsentation sehen können. So, und ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch nochmal herzlich willkommen von meiner Seite zu meinem Vortrag zu den Drug Disease Networks als ein neues innovatives PubPharm-Recherchetool. Und in meinem heutigen Vortrag möchte ich zuallererst den Fachinformationsdienst ganz kurz vorstellen für die Kolleginnen und Kollegen, die diesen noch nicht kennen. Dann würde ich anschließend einen kurzen Überblick über die PubPharm-Inhalte und Funktionen geben und würde dann etwas zum Hintergrund der Entwicklung dieser Drug Disease Networks erzählen, bevor ich dann abschließend Ihnen diese in einer Live-Demonstration vorstellen würde. Der Fachinformationsdienst Pharmazie ist ein Kooperationsprojekt zwischen der Universitätsbibliothek Braunschweig und der Forschenden Informatik, und zwar dem Institut für Informationssysteme an der Technischen Universität Braunschweig. Unser Projekt wird seit 2015 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert und wir befinden uns aktuell in der dritten Förderperiode. Als Infrastruktureinrichtung für das Fach bieten wir forschungsunterstützende Services, die in enger Abstimmung mit der Fachcommunity, also den universitären pharmazeutischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, entwickelt werden. Und bei uns ist auch ganz wichtig, dass diese Wissenschaftlerinnen frühzeitig in die Entwicklung eingebunden werden, um dann letztendlich auch einen nachhaltigen Betrieb in der Universitätsbibliothek zu garantieren und dass natürlich dann auch letztendlich eine nachhaltige Nutzung stattfindet. Und alles, was wir letztendlich tun, fließt in irgendeiner Form in unseren zentralen Service, die wirkstoffzentrierte Rechercheplattform PubPharm, ein. In PubPharm versuchen wir, viele unterschiedliche, teils auch sehr heterogene Quellen in einer Rechercheplattform zusammenzuführen. Und deswegen kann PubPharm grundsätzlich nicht nur für die pharmazeutische Forschung, sondern auch für andere lebens- und naturwissenschaftliche Bereiche interessant und nützlich sein. Aktuell haben wir über 50 Millionen Nachweise und neben Journal-Artikeln haben wir Preprints nachgewiesen, unter anderem aus BioArchive, damit auch MedArchive, ChemArchive, Preprints.org, TechArchive und EngArchive. PubPharm weist außerdem Bücher nach, Konferenzschriften und enthält Informationen zu klinischen Studien aus dem Studienregister clinicaltrials.gov und aus dem großen Meta-Register der WHO, der ICTAP. Zudem enthält PubPharm einen fachspezifischen Ausschnitt an Patenten vom Europäischen Patentamt. Grundsätzlich ist PubPharm frei verfügbar, also jeder kann es nutzen und durch das responsive Design können Sie auch über das Tablet recherchieren oder beispielsweise kann man natürlich auch das Smartphone nutzen. Neben verschiedenen Filter- und Sortierfunktionen und auch einer erweiterten Suche, wie Sie es auch von vielen anderen Plattformen und Recherchetools kennen, besitzt PubPharm eine integrierte Verfügbarkeitsprüfung, die Ihnen für elektronische Ressourcen direkt anzeigt, ob der Volltext unmittelbar verfügbar ist. Und zudem bietet PubPharm noch eine Struktursuche mit der Möglichkeit einer Sub- und Ähnlichkeitssuche. Und dort hat man die Möglichkeit, in einen Struktureditor eine molekulare Struktur einzuzeichnen, die identifizieren zu lassen. Man kann aber auch eine Suche anhand des internationalen Freinamens durchführen. Und man hat auch die Möglichkeit, über den sogenannten SMILES oder INCI-Code zu suchen. Und dieser Struktursuche kann man, oder diese Struktursuche kann man auch nutzen, um weiterführende Wirkstoffinformationen zu erlangen.
Und was ich Ihnen heute ganz besonders vorstellen möchte, ist, dass PAPFARM innovative Tools enthält, die von unseren Kollegen am Institut für Informationssysteme entwickelt werden. Und so ist es schon seit einiger Zeit, wenn Sie nach Erkrankungen bzw. Wirkstoffen in PAPFARM suchen, dann werden Ihnen Listen sogenannter kontextähnlicher verwandter Substanzen, Erkrankungen und Symptome und Gene angezeigt. Und jetzt ja ganz neu haben wir die Visualisierung speziell von Beziehungen zwischen Erkrankungen und Symptomen in Netzwerkansichten. Und ich werde Ihnen jetzt im Nachfolgenden einiges zum Hintergrund der Entwicklung dieser beiden Tools auch erzählen. Grundsätzlich bringt diese eingangs von mir beschriebene Kooperation zwischen der Bibliothek und der forschenden Informatik schon von Anfang an eine entsprechende informationswissenschaftliche Expertise in dieses Projekt, also in den Fachinformationsdienst Pharmazie. Und diese Kooperation hat auch das Ziel, dass wir einfach auf Anforderungen von der Fachcommunity gezielt eingehen können und so diese Services auch entwickeln können. Und auf der anderen Seite wird auch gewährleistet, dass wir einfach nicht an den Anforderungen der Forschenden vorbei forschen und entwickeln, wobei wir als Universitätsbibliothek eigentlich der Mittler zwischen den Forschenden sind und der Informatik und eigentlich die Forschenden mit der Informatik zusammenbringen. Dadurch, dass die Fachcommunity auch direkt mit einbezogen wird, entsteht eigentlich eine agile Entwicklung des Services und die Prototypen werden auch speziell nochmal durch die Fachcommunity evaluiert. Warum entwickeln wir diese Services? Da haben wir jetzt auch in den letzten beiden Product Reviews schon ein bisschen was zugehört. Grundsätzlich ist es so, dass die Kollegen am Institut für Informationssysteme neue Retrieval-Pfade und Informationszugänge erforschen. Die sind spezialisiert auf digitale Bibliotheken und im Fachinformationsdienst machen sie es speziell unter der Fokussierung auf die Wirkstoffrecherche. Und das große Problem natürlich auch im Bereich der Pharmazie, wie Sie es alle kennen, wie schon erwähnt wurde, was auch die digitalen Bibliotheken betrifft, ist einfach dieser große exponentielle Anstieg an wissenschaftlichen Publikationen, der einfach alle vor eine große Herausforderung stellt. Und zudem ist es ja so, dass Keyword-basierte Suchen einfach oftmals, je nachdem wie man sucht, große Treffermengen generieren und diese Keyword-basierten Suchen oftmals in einem schrittweisen Prozess verfeinert werden müssen. Und daraus ergibt sich einfach ein Bedarf, diese neuen Informationszugänge zu schaffen, die jetzt so ein bisschen über diese Standard-Keyword-basierten Suchen hinausgehen. Und einen möglichen Lösungsansatz, den mein Kollege Janusz Wawczynek am Institut für Informationssysteme erforscht hat, ist die Nutzung künstlicher Intelligenz, im Detail von künstlichen neuronalen Netzen, um automatisch pharmazeutische Entitäten und ihre Beziehungen aus biomedizinischer Literatur herauszuziehen. Und bei uns von Interesse sind unter diesen Entitäten natürlich die erwähnten Wirkstoffe, aber auch Erkrankungen, Symptome und Gene. Und das, was ich im Nachfolgenden vorstelle, ist vorrangig auch die Arbeit meines Kollegen Janusz Wawczynek, aus der jetzt auch eine Promotionsarbeit hervorgeht. Im Detail ist es so, dass diese künstlichen neuronalen Netze auf Abstracts inklusive Titel, die über PubMed verfügbar waren, gelernt haben. Und mein Kollege konnte in seiner Forschungstätigkeit auch zeigen, dass diese neuronalen Netze nicht nur bekannte Assoziationen beispielsweise zwischen chemisch ähnlichen Wirkstoffen erlernen können, sondern dass auch solche Assoziationen hervorgesagt werden können. Anschließend hat er sich mit der Frage beschäftigt, wie diese teils komplexen Assoziationen gut sichtbar oder interpretierbar sind. Und dadurch ergibt sich die Visualisierung in Netzwerkansichten. Um dann noch weiter ins Detail zu gehen, was hat er eigentlich genau gemacht? Vereinfacht gesagt hat er sogenannte Neural Embedding Modelle verwendet. Und bei diesen Neural Embedding Modellen ist es so, dass diese ein Wort aus einem Wortkontext ziehen und in einem nächsten Lernschritt dann wiederum in der Lage sein können, ein Wort vorherzusagen, welches diese Lücke am wahrscheinlichsten füllt. Und darüber können nicht nur bestehende Assoziationen
Assoziationen erlernt werden, sondern auch neue vorhergesagt werden. Und diese Vorhersage der Assoziation ist für unsere Fachcommunity von besonderem Interesse, weil beispielsweise dadurch eventuell neue Hypothesen generiert werden können. Diese Modelle lernen dabei auf Millionen von Fachpublikationen und darüber können dann auch Tausende bis Zehntausende Wortkontexte erlernt werden. Als Folge des Lernens werden diese Wörter mit einem ähnlichen Wortkontext in einem hochdimensionalen Raum nahe beieinander positioniert. Das bedeutet, dass ein ähnlicher Kontext zu einer ähnlichen Position führt und man somit eine Ähnlichkeit auch über die Distanz definieren kann. Für unsere Ansätze ergab es daraus mögliche Anwendungsbereiche, die mein Kollege dann auch noch untersucht hat. Und zwar kann man diese Kontextualisierungseigenschaften, also diese Einbettungseigenschaften in diesen Raum auf Wirkstoffe übertragen. Ein ähnlicher Kontext, wie ich gerade schon gesagt habe, kann dann auf eine ähnliche intrinsische Ähnlichkeit von Wirkstoffen hindeuten und dadurch beispielsweise auch auf eine auf ähnliche chemische Eigenschaften hindeuten. Und man kann zudem Entitätsassoziationen vorhersagen, weil es kann für jeden Wirkstoff in diesem hochdimensionalen Raum die nächsten Entitätsnachbarn extrahiert werden, so dass man letztendlich für zwei Entitäten, die nahe beieinander liegen, immer ein Assoziationspärchen bekommt. Und auf der Grundlage dieser Forschungstätigkeit, was ich schon bei der Vorstellung des Kurzprofils von PubFarm erwähnt habe, ist schon ein innovatives Tool eingegangen, 2018, was dann 2019 auf Erkrankung erweitert wurde. Sie sehen hier auf dieser Folie einen Screenshot von einer PubFarm-Suche. Und zwar habe ich hier mit Sumatriptan als einen Wirkstoff gesucht, der für die Behandlung der Migräne eingesetzt wird. Und wenn Sie in PubFarm nach einem Wirkstoff oder auch beispielsweise nach einer Erkrankung suchen, werden Ihnen dann unter Filter und Sortierung diese Listen verwandter Substanzen, kontextähnlicher verwandter Erkrankungen, Symptome und Gene angezeigt. Das Ganze habe ich nochmal aufgeklappt und es jeweils sind sozusagen die Verwandten, die nächsten Entitäten für unsere Substanz Sumatriptan. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, obwohl wir natürlich beispielsweise zur Struktursuche verlinken, um weiterführende Informationen zu bekommen, kann man natürlich diese einzelnen Verwandtheitsgrade nicht so gut in diesen Listen erfassen. Und dadurch ist dann auch diese Idee speziell für diese Wirkstofferkrankungsnetzwerke entstanden, die ich Ihnen nun live vorführen möchte. Und da würde ich jetzt mal ganz kurz in den Webbrowser wechseln. Jawohl. Sie finden grundsätzlich PubFarm unter www.pubfarm.de. Das wäre jetzt hier die Oberfläche mit der zentralen Eingabezeile. Und die Drug Disease Networks finden Sie momentan in einer Beta-Version direkt unterhalb der zentralen Eingabezeile. Und grundsätzlich planen wir natürlich, diese nach der Evaluationsphase dann auch in PubFarm zu integrieren, sodass man diese Möglichkeit direkt auch bei einer normalen PubFarm-Suche über die zentrale Eingabezeile dann auch angezeigt bekommt. So, hier sehen Sie ein Teilnetzwerk unserer Default-Substanz, dem Favipiravir, einem Virostatikum. Und was können Sie jetzt hier erstmal sehen? In blau haben wir momentan die Wirkstoffe markiert. In grün finden Sie die Erkrankung bzw. Symptome nach der Mesh-Ontologie. In grün gibt es immer Verbindungen, die belegt sind. Und dafür mussten in diesem Trainingssatz mindestens drei Publikationen existieren, die diese Assoziation quasi beinhalten. Und in braun-orange sind quasi die Vorhersagen. Wenn man jetzt nach einem Netzwerk suchen möchte, dann kann man hier in die zentrale Eingabezeile beispielsweise nach einem Wirkstoff suchen. Ich würde jetzt einfach nochmal das Sumatriptan nehmen. Und momentan, wenn Sie diese Funktion austesten, ist es so, dass Sie alle Netzwerke finden, für die Sie auch Suchvorschläge bekommen. Mit der Lupe starte ich die Suche und Sie sehen hier direkt das Netzwerk von Sumatriptan.
Sie haben nun die Möglichkeit, damit Sie sich das besser angucken können, mit der linken Maustaste einzelne Entitäten einfach zu verschieben, um sich das Ganze besser anschauen zu können. Dann haben Sie die Möglichkeit, mit der rechten Maustaste aber auch einfach mal eine Entität zu löschen. Wenn Sie in das Netzwerk, wenn Sie dann nochmal auf die Substanz klicken, dann haben Sie die Möglichkeit, sich das gesamte Netzwerk anzuschauen. Ansonsten werden nur die nächsten Erkrankungsnachbarn und die Verbindung gehighlightet. Was ich eben noch sagen wollte, wenn Sie quasi in das Netzwerk reinklicken an eine beliebige Stelle, dann können Sie das auch so ein bisschen hin und her schieben. Was wir aber auch noch anbieten, ist, dass Sie sich das einfach in einer etwas größeren Vollscreen-Version anschauen können und so sich die nächsten Nachbarn einfach auch ein bisschen besser anschauen können. Unter der Netzwerkansicht finden Sie die sogenannten Association Details und wie ich es Ihnen gerade schon von dem Screenshot her gezeigt habe, haben wir auf der mehr rechten Seite einfach nochmal die verwandten kontextähnlichen Substanzen, Erkrankungen und Gene und über verschiedene Verlinkungen, beispielsweise zur Literatursuche in PubPharm, zur großen Wirkstoffdatenbank DrugBank oder über die Struktursuche können weiterführende Informationen erlangt werden. Der anatomisch-therapeutische Code wird zudem angezeigt. Und auf der linken Seite finden Sie die Drug Disease Associations, die jetzt entsprechend gehighlightet wurden. Und wenn diese Assoziation jetzt zwischen dem Wirkstoff und der Erkrankung schon in der Comparative Taxonomics Database kuratiert wurde, dann verlinken wir entsprechend zu dieser Datenbank und geben auch die Verbindung an. Da gibt es allerdings nur wenige Kategorien, beispielsweise therapeutisch, Diagnostik oder ob es eine spezielle Assoziation in dem Mechanismus ist. Gut, dann würde ich jetzt ganz kurz nochmal den Webbrowser verlassen und wäre dann eigentlich auch schon am Ende von meiner Präsentation und der Vorstellung und möchte mich im Namen des gesamten Teams für die Aufmerksamkeit bedanken.